Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Heute zu dem Video. Wir haben uns endlich mal begeistern lassen. Das erste E-Bike angeschafft für unseren Camper, für unser Wohnmobil. Wir haben hier ein faltbares E-Bike und natürlich diverses Zubehör. Das wollen wir euch einmal zeigen in dem Video. Wir machen hier ein Unboxing. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Ja, liebe Freunde, wir haben uns endlich mal begeistern lassen. Jetzt haben wir gesagt, wir schaffen uns ein erstes faltbares E-Bike für unseren Camper, für unser Wohnmobil an. Hier machen wir jetzt heute mal ein Unboxing und zwar haben wir jetzt hier zu dem faltbaren E-Bike auch gewisses Zubehör mit. Das wollen wir euch zeigen. Wir haben hier das Hitway BK6S, ein Gepäckträger, den wir dann später nochmal mit zusammenbauen werden für euch. Dann haben wir noch einen Gepäckträger. Einer ist für vorn und einer ist für hinten. Und dann haben wir noch eine automatische Pumpe. Jetzt zeigen wir euch erst einmal kurz den Karton, was da drin ist. Die Firma Hitway. Hier haben wir jetzt die Maße, was verpackt ist. Ein Pedelec, also ein E-Bike, das Modell BK6. Das Fahrrad wiegt jetzt hier vom Gewicht her 25,3 Kilo. Die Verpackung ist jetzt 31,9. Baujahr 2024. Verpackt ist es recht gut. Von Bestellung bis zur Lieferung waren ungefähr 2 Werktage. Die erste Kiste, wir haben drin hier Katzenaugen für die Räder. Dann haben wir so ein Werkzeugset. Dann haben wir mit drin ein Schloss. Dann haben wir drin Pedalen. Und dann haben wir noch mal drin 3 Kabelbinder. Wahrscheinlich für die Kabel, wenn wir das Fahrrad zusammengebaut haben. Das ist der Sattel. Mit der Sattelstange. Hier sehen wir eine Feder. Ihr seht es, liebe Freunde, das Fahrrad ist verpackt. Das sind keine Kartons, das ist so Styropor. Hier haben wir den Lenker verpackt. Hier ist auch noch eine Luftpumpe dabei, sehe ich gerade. Jetzt packen wir das Ganze mal sukzessive aus. Es ist alles mit Kabelbinder befestigt. Das Ladegerät. Das ist locker. Das Schutzblech. Jetzt sind wir soweit. Hier haben wir jetzt den Lenker. Was haben wir jetzt hier noch dran? Hier haben wir jetzt noch einen Seitenständer. Das stellen wir jetzt gleich mal ab und befreien jetzt das Fahrrad von den restlichen. Den Sitz, den wir kaum nutzen werden oder bestimmt gar nicht nutzen werden. Denn hier kommt unser Gepäckträger drauf, den wir hier mit dabei haben im Zubehör. Ich sehe es gerade, wir haben die Schrauben jetzt hier dran. Das war wahrscheinlich demontiert, damit es nicht kaputt geht vom Transport. Davon gehe ich ganz einfach mal aus. So, jetzt entfernen wir mal hier noch die Folie. Wenn ihr so ein Fahrrad auspackt, schaut genau hin, dass ihr auch die Kabelbinder nur von der Verpackung hier aufschneidet.
Hier haben wir den Lenker und den Bordcomputer. Und hier haben wir die Stange. Die Stange klappen wir jetzt mal hoch. Die rastet auch hier ein. Und hier haben wir den Endriegler. Wir machen das Ganze mal fest. So, und dann haben wir unseren Lenker. Und an dem Lenker haben wir hier Höhenbegrenzung dran stehen, wie weit wir raus oder reingehen können. Lenker haben wir drin, jetzt holen wir uns den Sattel. Und der Sattel hat hier hinten einen Hebel und dann ist der Sattel klappbar, denn wir müssen ja den Akku aus dem Rahmen rausbekommen. Ich fädel das jetzt mal ein. So, wir haben jetzt hier noch gar nichts eingestellt. Hier haben wir die Schlüsseln, denn die Schlüsseln brauchen wir für den Akku, denn der hat sensationellerweise einen Zündschlüssel. Ohne den Zündschlüssel funktioniert gar nichts. Dann haben wir hier die Lampe. Das müssen wir alles noch befestigen. Eine fettfreie Kette. Dann haben wir hier verbaut eine Shimano Turni TZ Schaltung. Hier haben wir den Motor zu sitzen. Wir haben vorn und hinten eine Lochkreisscheibenbremse und das gleiche haben wir hier vorn. Dann haben wir hier die Gabel mit Federung. Ich sehe es jetzt nicht. Nein, das ist, geht nicht zu verstellen. Hier haben wir jetzt die Anbringung für den Gepäckträger. Die Schlüssel, die haben wir hier. Denn mit diesen Schlüsseln können wir den Akku entfernen. Wir haben jetzt hier unseren Kipp. Jetzt schließen wir einmal ran. Entfernen wir unseren Akku. So, und das ist jetzt hier unser Akku. Zum Akku sage ich später noch mal was. Hier haben wir das Werkzeugset. So, wir nehmen den 5er Imbus Schlüssel, den wir hier drin haben. Und hiermit lösen wir die Bremsen und stellen die Bremsen ein. Das machen wir erstmal vorsichtig. Je nachdem, wie wir hier fahren wollen. Bremsen müssen wir noch prüfen, ob die Bremsen richtig eingestellt sind. Wie schon erwähnt vorhin beim Auspacken, wir haben hier die Stangen vom Schutzblech. Das Schutzblech ist nicht fest gewesen und werden das mal anschrauben. Wir haben die Schrauben hier dran. Und jetzt widmen wir uns unseren Pedalen. Die haben wir ja hier. Das sind die zwei Pedalen. Wir haben es draufstehen bei den Pedalen. Und zwar hier steht es drauf, rechts und links. Müsst ihr das beachten? Also die linke machen wir hier ran, die rechte. Hier haben wir einen Schlüssel mit dabei, um die Pedalen festzuziehen. Ich habe das gerade probiert, würde ich nicht empfehlen. Nehmt den richtigen. Das sind die Pedalen zum Hochklappen. Einmal rein und reindrücken und hoch. Und so, hier drin haben wir die Katzenaugen, die werden wir jetzt montieren. Dann haben wir hier noch zwei solche Kappen. Und zwar sind das die Ersatzkappen für die Hinterachse. Hier haben wir diese Schutzkappen drauf und da haben wir hier die Ersatzkappen, die kommen dann hier drauf. Denn hier auf der einen Seite ist hier so ein Loch drin für die Stromsteuerung, für den Motor. Die Katzenaugen, die müssen wir ja vormontieren. Da haben wir hier in der Felge Löcher drin, ihr seht das. Dann sind die so eingerundet. So, und jetzt
jetzt bauen wir die Katzenaugen noch hinten an. Vorne haben wir jetzt zwei dran. Die Batterie ist geladen. Jetzt setzen wir die Batterie mal ein. Wir haben hier die Schiene. Das zeigen wir euch mal hier, die Schiene. Und da führen wir unsere Batterie richtig ein. Bis runter und Klappe zu. So, und dann machen wir den Sitz rum. Wir sind jetzt fertig mit dem Zusammenbau von dem Fahrrad. Und wir machen jetzt ganz einfach mal kurz die technischen Daten. Wir haben hier die Farbe Schwarz. Es gibt es noch in Farbe Rot, Silber und Blau. Dann haben wir die Entfaltungsgröße von dem Fahrrad, so wie es jetzt hier steht. 1640 mm, also 164 cm lang. Da zählen wir vom Hinterreifen bis zum Vorderreifen. Dann haben wir Höhe bis 1,20 m. Und wenn wir das Fahrrad zusammenfalten, das zeigen wir euch nachher nochmal, 870 mm, also 87 mal 79 mm. Bereifung haben wir hier drauf. Das sind die Fettreifen. Das ist eine Größe von 20 Zoll, die Räder, und eine Breite von 3,0. Das Gewicht von dem Fahrrad ist jetzt netto 25,3 und belasten können wir das ganze Fahrrad mit einem Gewicht von 120 Kilogramm. Begrenzt Geschwindigkeit wissen wir, bis 25 km/h ist es erlaubt in Deutschland. Dann haben wir die Reichweite, wird angegeben vom Hersteller von 35 bis 90 Kilometer. Das hängt natürlich ab von der Last, also wie schwer der Fahrer ist, von der Außen- und Umgebungstemperatur, vom Straßenzustand und natürlich auch vom Fahrmodus. Dann haben wir hier einen maximalen Steigungswinkel von 25 Grad, was man mit dem Fahrrad bergauf fahren darf oder kann. Und wir haben hier Spritzwasser geschützt, IP54. Die Batterie 12 Amperestunden, 432 Wattstunden mit 36 Volt. Die wird geladen über das Netzteil, was wir euch gezeigt haben. Die Ladedauer ca. 5 bis 6 Stunden wird angegeben vom Hersteller. Wir testen das nochmal genau. Den Motor, den wir hier in der Hinterradnabe sitzen haben, der bringt eine Leistung von 250 Watt. So, und dann haben wir noch die Shimano 7-Gang-Schaltung. Die haben wir hier, ist hier oben am Lenker. Ihr könnt im Grunde genommen die Gänge hoch und hier hoch mit Plus und runterschalten hier mit Minus. Dann haben wir im Lieferumfang, das blenden wir nochmal mit ein, von dem E-Bike, natürlich das E-Bike an sich. Dann haben wir eine Fahrradpumpe, ein Fahrradschloss, das Ladegerät, das Installationswerkzeug und sowie zwei Schlüssel sind hier mit dabei. Schauen wir uns das Display mal an. Wir schalten das Ganze mal ein. Lang gedrückt halten. Wir haben jetzt hier schon 2 Kilometer drauf. Ich habe das ganz einfach mal getestet. Wir haben jetzt hier die Fahrmodi. Das heißt, hier sind wir beim assistenzunterstütztes Fahren bei 0. Wir stehen, ist klar, Kilometer pro Stunde. Dann haben wir die aktuelle Batteriekapazität, zeigt es hier an. Und dann haben wir hier die aktuellen Kilometer. Das zeigt sie unten an. Und dann haben wir hier nochmal Tageskilometerzähler. Also wenn wir jetzt einen Trip machen, das zeigt es hier unten an. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann jetzt hier im Display. Wenn ich weiter drücke, haben wir das, den nächsten Wert. Und dann hier nochmal die aktuelle Zeit, seitdem wir das Bike eingeschaltet haben. Jetzt machen wir mal das Licht an. Da halten wir die Plus-Taste einfach lange gedrückt und dann erscheint hier oben über der
Assistenzziffer, ein Scheinwerfer. Somit ist das für uns deutlich sichtbar, dass wir das Licht anhaben. Halte ich es bloß lange gedrückt, geht das Ganze wieder aus. Dann haben wir die Fahrstufen, und zwar Fahrstufe 1, Fahrstufe 2, Fahrstufe 3. Wenn wir die Plus- und Minustaste gedrückt halten, kommen wir dann nochmal in die Programmierungsmodus. Hier wird man nicht empfehlen, drin rum zu programmieren, denn ihr kommt hier in verschiedene Stufen rein, was man hier einstellen kann. Man kann natürlich die Fahrstufen, die Endgeschwindigkeit von den Fahrstufen kann man verstellen. Man kann die Batterieleistung verstellen. Also hier würde ich nicht drin rumstellen. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, denn wenn ihr hier drin rumstellt, kann es zu Schäden führen am Bike, beziehungsweise ihr könnt auch die Zulassung verlieren. Da kriegt ihr natürlich Probleme im öffentlichen Straßenverkehr. Das Ganze machen wir wieder aus, indem wir jetzt hier auf diesen Ein- und Ausschalter lange drücken und dann haben wir das Bike wieder ausgeschaltet. An der Lenkerstange haben wir natürlich hier dran die Vorderbremse mit Klinge. Dann haben wir hier drüben dran den Wählschalter von der Shimano-Schaltung und die Rückbremse haben wir hier dran. Die Kabel werden hier ordentlich zusammengeführt. Hier kommt dann noch der vordere Ladekorb ran. Das zeigen wir euch noch. Ich schalte nochmal ein das Licht, dass wir das nochmal sehen. Die Taste Plus gedrückt halten und schon geht das Licht an. Wir haben natürlich auch hinten ein Licht. So schaut es hinten aus, das Licht. Was mir natürlich jetzt fehlt persönlich, ist ein Bremslicht. Okay, bei der Preisklasse kann man da drauf natürlich in Kompromiss eingehen. So, dann haben wir natürlich hier die Schutzbleche drauf. Das ist alles vernünftig gemacht. Hier waren keinerlei Schrauben locker. Eine Schraube war locker. Die lag natürlich in der Verpackung drin. Von dieser Lampe vorne dran. Die Gabel kann man nicht einstellen. Weich oder hart. Dann haben wir die Stütze, das zeigt man euch auch noch mal, wenn wir das Fahrrad zusammenfalten. Dann haben wir hier die Stange und hier haben wir den Sattel. Der ist noch mal gefedert. Bei meinem Gewicht von derzeit 82 Kilo tut sich da nicht viel. Er dämpft ein, aber man merkt jetzt nicht sehr viel. Dann haben wir hier hinten so eine gepolsterte Sitzfläche. Wahrscheinlich gedacht für, wenn man jemanden mitnimmt, aber das fällt bei uns weg. Selbst hier, das haben wir jetzt noch nicht probiert, dass man da jemanden mitnehmen kann. Wir zeigen euch das dann nachher nochmal, dass man hier den Lastenkorb drauf machen kann, wenn man jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs ist, einkaufen geht und so weiter. Wie das Ganze geht, kann man das runter machen, wie schnell geht das und so weiter. Dann haben wir hier am Rückgrat auch nochmal schön ein schönes Schutzblech. Das ist alles stabil, verschraubt, also das passt. Die Kabel sind gut verlegt und befestigt, also hier wird auch nichts schleifen. So, dann haben wir hier am Fahrrad natürlich den Ständer dran. Der ist auch recht stabil. Der hat auch keine großen Einschränkungen mit. Ach so, vom Sattel her, wir haben hier unten dran einen Hebel. Hier, den Hebel zieht man nach oben, dann kann man das Ganze klappen und dann kann man das Akku entfernen, muss aber hier anhand vom Schlüssel die richtige Stellung einstellen, so dass man den Akku aufmachen und entfernen kann. Also so ist das Fahrrad jetzt ohne Zubehör reinweg das Hitway BK6
aufgebaut, wie es geliefert wird, was alles im Lieferumfang dabei ist. Und wir gehen jetzt mal in den Bereich Zubehör. Jetzt wollen ja einige von euch auf jeden Fall wissen, wie kann ich das Fahrrad falten. Das zeigen wir euch jetzt gleich einmal. Als erstes würde ich anfangen, den Sattel ganz rein zu machen oder den Sattel komplett zu entfernen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier die Fußrasten einzuklappen auf beider Seite. So, dann den Lenker. Hier lösen wir den Sicherheitsverschluss und schieben hier unten die Verriegelung nach links. Hier wird dann der komplette Lenker verriegelt und hier können wir den jetzt nach unten klappen. So, jetzt haben wir den Lenker nach unten geklappt. Jetzt entriegeln wir hier die Klappvorrichtung in der Mitte und öffnen die Verriegelung. Dann klappen wir den Seitenständer ein und klappen natürlich das Fahrrad nach innen zusammen. So. Und hier unten dran haben wir eine Stützfunktion für die Fahrräder, damit wir das Fahrrad dann, das E-Bike dann auch entsprechend abstellen können. Das Maß in zusammengeklappter Funktion habe ich euch ja schon gesagt, und zwar gefaltet 960, also 96 cm in der Länge, dann 38 cm in der Breite, also knapp 40 cm wird hier gesagt, und 75 cm hoch. Das passt optimal. Wie wir das in unsere Wohnmobilgarage kriegen, das zeigen wir euch auf jeden Fall beim nächsten Film. Die Verpackung vom E-Bike finden wir top. Alles sauber, keine Kratzspuren dran. Eine Schraube war abgefallen, okay, das kann ja mal passieren. Die haben wir ja gefunden im Karton. Ansonsten passt das alles mit dem Aufbau. Es ging auch relativ zügig mit dem Aufbau. Also wenn ihr das Bike bestellt und ihr bekommt es, seid ihr in circa 15 bis 20 Minuten durch. Der Akku war geladen bei uns zu 100%. Ich weiß nicht, wie es bei euch dann sein wird. Also ihr könnt im Grunde genommen dann gleich starten, wenn ihr das zusammengebaut habt, und könnt eure erste Spritztour machen. Ja, das war das Unboxing und der Zusammenbau von dem Hitway BK6S hier in Schwarz bei uns. Unser Resümee von, wie es ins Wohnmobil geht, ob es tauglich für unsere Touren ist, was wir so vorhaben. Das werden wir euch auf jeden Fall noch bringen, denn das steht diesem Bike erst bevor, dass es für uns was taugt oder dass es für uns Sinn macht, das E-Bike mitzunehmen. Ladung im Wohnmobil, Verstauen im Wohnmobil etc. Hier noch bei uns fehlen würde von Hitway, worauf wir Wert legen könnten, wäre eine Verstautasche für das E-Bike, damit man das E-Bike, wenn man das zusammengefalten hat, in eine Tasche tun kann und ordentlich verstauen. Das ist wieder Jammern auf hohem Niveau bei derzeit 799 im Angebot. Für alle unsere Zuschauer packen wir natürlich hier nochmal einen Gutscheincode mit rein. Den werden wir hier unten jetzt mit einblenden oder in der Videobeschreibung. Ihr könnt das natürlich gerne nutzen. Unsere Erfahrungsberichte von diesem E-Bike, das bringen wir demnächst. Wie verstauen wir das im Wohnmobil? Wie machen wir das mit der Ladung im Wohnmobil? Das seht ihr dann im nächsten Film. Wenn ihr noch keine Abonnenten wart, sehr gerne Abo setzen. Habt ihr euch auch schon überzeugen lassen von einem E-Bike oder das E-Bike zu nutzen? Und wir freuen uns auf jeden Fall immer auf einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Film oder auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss!